Wissen und danach handeln. Gar nicht so einfach. Wenn ich mein kleines, geschütztes Örtchen verlasse und ich in den direkten Kontakt mit der Welt trete, wird mir bewusst, wie ich zwar weiß, mich aber in der Umsetzung verliere. Ich überrollt werde von Energien. Teile von mir scheinbar vergessen, wer sie sind, sich anpassen wollen, irgendwie hineinpassen wollen. Aber ich passe nicht. Und das ist in Ordnung. Ich beobachte all die Ereignisse da draußen, die dann so laut um meine Aufmerksamkeit buhlen und plötzlich zur Überforderung werden. Mein System rastet aus. Alarmzustand. Vorbei mit Frieden. Dann verliere ich die Kommunikation mit mir und habe Mühe, mich daran zu erinnern, was ich weiß. Diese Präsenz wahrlich zu sein, von der ich doch weiß, sie zu sein. Zu leben, was ich weiß. Doch wahrlich, Wissen reicht nicht aus. Wissen will erfahren werden. Es ist das eine, zu wissen, Liebe zu sein. Und ein anderes, hindurch äußerste Einflüsse, eben genau diese Liebe zu verkörpern. Diese Vorstellung, wahrlich zu sein. Ich bin mitfühlend mit mir, nehme mich in den Arm und erzähle mir, dass das schon in Ordnung ist. Und doch erlebe ich auch die Momente, in denen ich mich dafür verurteile, mich bewerte, um mich dann zu erinnern, dass ich genüge, dass ich lernen darf, bis ich jedes Wissen lebe, dass ich lernen darf, dieses Wissen auch in den dunkelsten Stunden zu sein und dass es Erfahrungen benötigt. Und sollte es dir ebenso ergehen, dann schicke ich dir diese Umarmung, die dich für diesen Moment hält und dich daran erinnert, dass du genug bist und dass wir Zeit brauchen, um zu sein, was wir wissen, um zu sein, wer wir sind.